Hallo und herzlich willkommen zu einem spannungsgeladenen Thema. Heute zu einem ESDS-Spezial oder ESD-Spezial, einem Electrostatic Discharge-Spezial oder einem ESDS-Spezial, also einem Electrostatic Discharge-Sensitive-Spezial. Ja, wieso? Anscheinend habe ich mal mich ein bisschen verplappert und habe einen Hinweis bekommen. Danke für den tollen Kommentar. Und deswegen möchte ich hier ein bisschen Klarheit reinbringen, was es mit den ESD-Werkzeugen auf sich hat und was vielleicht der Unterschied ist zu den VDE-Werkzeugen. Okay, und zwar möchte man in verschiedenen Situationen keine Spannungsdurchschläge durch große Potentialdifferenzen, also einfach gesagt Funken. Ja? Kurz, hohe elektrische Spannungen, die man als Mensch auch erreichen kann, wenn man sich elektrostatisch auflädt, sollen vermieden werden, damit keine Funken entstehen und kurzzeitig hohe Ströme fließen, weil das kann nämlich entzündliche Stoffe entflammen, dadurch entstehen Explosionen. Das bekannteste Beispiel dafür ist zum Beispiel die Hindenburg, der Zeppelin. Die war auch elektrisch geladen, im Inneren war Wasserstoff hochexplosiv und beim Anlegen an den Anlegemast, der geerdet war, ist ein Funken übergesprungen und das Ding ist in die Luft gegangen und abgefackelt, wie eine Laterne. Es ist aber nicht nur bei Eckschutz wichtig, dass man sich mit der Thematik elektrostatischer Entladung befasst, sondern auch bei der Elektronikproduktion, weil nämlich Feldeffekttransistoren oder optoelektrische Bauteile oder integrierte Schaltungen da sehr sensitiv reagieren, wenn auf selbst kleinere Spannungen auf diese Schaltungen einwirken. Ja, okay. Also so viel zur Theorie. Und dann reden wir mal darüber, wie entsteht es ja, wenn man zum Beispiel einen Pulli hat, so einen Polyesterpulli oder sowas, und man reibt den, und oder man läuft auf den Teppich aus Polyester und die Luftfeuchtigkeit ist gering, kleiner als 20% kann sich der Mensch, habe ich nachgelesen im Wikipedia-Artikel, setze ich euch unten, bis zu 35.000 Volt aufladen. Und wenn er dann zum Beispiel an der Metall hinlangt oder Leitungsrohr oder in der Steckdose auf den Schutzleiter, dann fließt da der Strom ab. Wenn die Luftfeuchtigkeit größer als 65% ist, dann kann es sich nur noch auf 1500 Volt aufladen. Das ist aber auch schon genug. Und deswegen gibt es solche Zubehörs, zum Beispiel von Bernstein, die ESD-Matte. Und was macht man da? Also die ist elektrisch leitend, genauso wie die Werkzeuge. Und das habe ich wahrscheinlich nicht korrekt gesagt, weil es gibt ja noch diese VDE-Werkzeuge, die sind ja isolierend, also da kann ich da vorne an 1000 Volt schrauben, sollte man eigentlich nicht machen, aber da passiert mir da hinten nichts. Wenn ich das mit dem ESD-Werkzeug mache, dann wird es gefährlich. Ja. Und auf dieser ESD-Matte von Bernstein, die ich mir jetzt extra geholt habe, um das klar zu rücken, brauchen wir einmal eine Erdung. Die macht man hier an den Knopf hin und dann zum Beispiel an die Wasserleitung, die da hinten ist. Oder was halt hier noch dabei ist, ist so ein Einsatz für die Steckdose for use in ESD Control. Und zwar kommt dann hier hinten, unten, das sind die Steckdose und das geht an den Schutzleiter. Und jetzt habe ich schon wieder was sagt, was, wo man aufpassen muss. Wenn ich das einfach ableite auf die Steckdose, dann kann auch schneller Strom fließen. Und das will man auch vermeiden, eben dass keine Funken entstehen. Das soll sie langsam entladen und deswegen gibt es hier Earth Bending Point with 1 Megaohm Resistance, also mit einem Megaohm Widerstand. Und dann ist es ganz richtig, weil man möchte nämlich bei ESB vermeiden, dass man erstmal hohe Spannungen generiert. Dadurch, dass man sich stetig erdet, kann man das vermeiden. Und falls mal eine entstanden ist, dass die langsam abfließt, dass kein Funke entsteht. So, also das heißt, das hier mache ich nicht an die Wasserleitung, sondern das kommt quasi da hinten in meine Steckdose rein. Ab sofort ist der Toolboy geerdet. Einmal frei, mache ich das da oben drauf. Loki zuki. Jetzt schaue ich mal, ob ich einen freien Platz in der Steckdose habe. Zum Beispiel den hier. Aha, jetzt geht gleich das Licht aus.
Macht nichts. Aber da wird schon nachriegeln. Okay. Machen wir den hier rein und schwuppdiwupp. Ziehen um Stundenhandeln, sind wir geerdet. Also, zumindest alles, was auf der Matte liegt. Und jetzt muss ich mich noch erden. Da gibt es extra so ein Band. Das kommt hier ans Handgelenk. Und dann mal hier mit dem Knopf. Das ist an die andere Seite von dem Band. So, und jetzt haben wir einen Potenzialausgleich geschaffen. Jetzt bin ich immer geerdet. Jetzt kann ich das Licht auch wieder einschalten, wenn ich es kann. Ihr seht es, ist gar nicht so leicht hier. Habe ich wieder was angestellt. Das ist Disco-Disco-Zeit. Heieiei. Ah ja, okay. Gibt's auch gar nicht. Das ist der Vorführeffekt. Jetzt hat Lein, ein dunkler, okay. Also gut. Und dann habe ich natürlich noch spezielle Werkzeuge, die eben auch elektrisch leitend sind und nicht isolieren, so wie ich es behauptet habe. Und zwar hier dieser tolle Centrofix von VH. Und von Werder gibt es ein Stubby. Und da seht ihr, das ist das EPA-Zeichen, also dass das Teil eigentlich leitend ist. Und wenn ich jetzt da hinkomme, kann der Strom immer abfließen über die Matte. Es gibt auch noch diesen kleinen ESD813 Erbithalter. Und ich bin natürlich wieder gleich in die Vollen gegangen. Habe mir da auch so Mini-Mikro-Tools geholt, weil ich vielleicht doch mal an der Elektronik schraube. Handys und so weiter. Und dann habe ich mir den Big Pack geholt. ESD Big Pack von Vera. Wo wirklich alles drin ist, was der Elektronik, begeisterte Elektronik-Hobbyist so brauchen kann. Und ja, weil wir schon bei Bernstein im Shop waren, haben wir auch noch diese tollen ESD-Zangen geholt. Also Flachzange, um da mal einen Kondensator oder solche Geschichten in die Platine einzulöten. Kleine Rundzange, ganz feine und kleine Zangen auf dem Ständer, dass die auch über die Matte sich nicht aufladen können. Okay, again, what? Lernt hoffentlich. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich manchmal einen Schmarrn erzähle. Und ja, danke für diesen tollen Kommentar. Wenn ihr noch mehr entdeckt, gerne machen, dann lasst mir was einfallen. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Tschüss!